Hallo zusammen, mein Name ist Barbara Pfister, ich bin Produktmanagerin bei VeloPlus und ich erkläre euch heute, was Gemüse mit Bekleidung zu tun hat, insbesondere was die Zwiebeln mit Bekleidung zu tun hat. Eine Zwiebel besteht ja aus ganz vielen Schichten, die übereinander liegen. Und wenn man das auf Bekleidung übernimmt, also das Schichtenprinzip, dann redet man eben vom Zwiebelprinzip. Also das Zwiebelprinzip macht vor allem dann Sinn, wenn man auf schwankende Temperaturen reagieren will. Ich bin im Moment hier gerade draußen beim schönsten Herbstwetter auf dem Dach vom VeloPlus Zwetzikon. Heute Morgen war es so richtig kalt und ich war froh, dass ich noch ein paar Schichten anlegen konnte. Und das ist genau der Sinn vom Zwiebelprinzip. Also, dass man im Laufe des Tages auf die verschiedenen Temperaturen, wie man sie jetzt in der Übergangszeit hat, reagieren kann. Ein anderer Vorteil ist natürlich auch, dass man auf verschiedene Intensitäten reagieren kann. Zum Beispiel, wenn man einen Pass hochfährt, legt man beim Hochfahren nicht so viel an und da oben kann man dann noch gut ein oder zwei Schichten mehr anlegen. Klassischerweise ist das Zwiebelprinzip in drei Schichten aufgebaut, also in einer ersten, zweiten und dritten Schicht. Und das ist einerseits eine innere Schicht, eine mittlere und eine äußere Schicht. Die innerste Schicht, das ist eine Funktionsunterwäsche. Die hat die Aufgabe, die Feuchtigkeit vom Körper wegzuleiten. Die zweite Schicht, also die mittlere Schicht, das ist die Isolationsschicht, die soll wärmen. Und die dritte Schicht, die soll Schutz vor Witterung bieten, also vor Regen, Wind, Schnee, was auch immer denn nötig ist. Natürlich kann man mit der Anzahl Schichten auch spielen. Das ist ja genau die Idee vom Zwiebelprinzip, dass man eben auf äußere Einflüsse und auf die persönlichen Bedürfnisse reagieren kann. Zum Beispiel die mittlere Schicht, die Isolation braucht man nicht immer. Oder manchmal macht es dann vielleicht auch Sinn, die dritte Schicht wegzulassen, wenn man zum Beispiel nicht grossen Windblocker braucht, dass man dann einfach in der zweiten Schicht rumfährt. Ich habe jetzt drei Schichten angelegt. Wichtig ist, dass man darauf achtet, dass die Schichten miteinander korrespondieren, also dass die Funktionen sich gegenseitig unterstützen und auf keinen Fall behindern. Also, dass zum Beispiel alle Schichten atmungsaktiv sind, dass sie Feuchtigkeit nach außen leiten. Wenn ich jetzt hier zwischen ihnen ein Baumwoll-T-Shirt angelegt hätte, dann würde sich das komplett vollsaugen mit Wasser und würde natürlich die Feuchtigkeit dann gar nicht weiter wegtransportieren. Gemüse führen wir bei VeloPlus nicht im Sortiment. Aber alle Produkte, die es braucht für das Zwiebelprinzip. Und ihr findet da auch die Beratung zu den einzelnen Schichten und dazu, wie sich die am besten kombinieren lassen. Ich wünsche euch gute Fahrt in der Übergangszeit und im Winter und immer so viele Schichten wie nötig.